Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Heute starten wir mit dem Stadtrat, den man eben sehen konnte. Ich stelle mal kurz vor, also den Herrn Petra Bräunig vorstellen, den Herrn Süring, unseren Fahrradbeauftragten, der Stadt Leverkusen schon seit Jahrzehnten, ne? Den Herrn Bohm von ADFC und den Herrn Witte, der uns gleich im Internet zeigt, wie das alles geht. Aber wir beginnen mit Herrn Richter. Ja, vielen Dank, Frau Fritsch. Immer schönen guten Tag zusammen. Ja, ich finde das eine sehr schöne Aktion. Bin versucht, mal passionierter Fahrradfahrer und das auch nochmal in einer Aktion, nochmal, dass man das da einfließt, dass man das auch sehr strukturiert und das auch sehr öffentlichkeitswirksam macht, ist eine hervorragende Sache. Fahrradfahren bedeutet für mich eben auch eine sportliche Betätigung, aber auch natürlich auch vielleicht Leverkusen nochmal anders zu entdecken, weil ich finde, Fahrradwege haben immer auch so ein bisschen eine faszinierende Wirkung, weil man eine ganz andere Perspektive bekommt. Und was mich natürlich sehr bewegt, ist eine Stadt, die immer mehr in den Verkehr, in der Verkehrsbelastung sich wiederfindet, ist natürlich das Fahrradfahren mit den Fahrradwegen dazu eine hervorragende Möglichkeit, sich in dieser Stadt zu fortzubewegen. Und deshalb begrüße ich dann unsere Aktion sehr groß oder sehr stark auch, dass wir das versuchen, sehr, sehr stark auch in die Öffentlichkeit zu produzieren. Syring ist einer der Mitinitiatoren, oder? Ja, ja. Auf jeden Fall als Fahrradbeauftragter am besten mit dem ganzen Thema betraut. Ja, Leverkusen nimmt zum ersten Mal an dem Stadtradl teil. Das ist jetzt das 9. Mal, dass Stadtradl veranstaltet wird. Stadtradl hat. Klar, im Vordergrund steht das Fahrradfahren, dass möglichst viele Leute fürs Fahrradfahren sensibilisiert werden, dass das Auto mal bewusst stehen gelassen wird, dass man sich mehr mit dem Fahrrad bewegt, gerade so in den Sommermonaten. Das ist mal auf 3 Wochen ist das begrenzt, diese Aktion. In Leverkusen wird es losgehen am 1. September bis zum 21. September. In dieser Zeit werden alle Kilometer derjenigen, die sich zu diesem Stadtrat angemeldet haben, gesammelt und in der Kommune aufaddiert. Das ist so ein Team, wo man sich mit unterschiedlichen Städten misst. Klar, gegen große Städte wie München, Berlin und so weiter hätten wir natürlich keine Chance, aber es wird auch ein Durchschnittswert pro Einwohner ermittelt. Und da kann man natürlich, je nach Fahrrad, Lust und Laune, kann man dann auch durchaus in die Möglichkeit kommen, da bei den ersten mit dabei zu sein. Ob wir es direkt beim ersten Mal schaffen, ist die Frage, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Fahrradfahrer zum Fahrradfahren zu sensibilisieren, ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir auch unsere Kommunalpolitiker aufs Fahrrad bringen wollen. Es geht darum, diese Lenkerperspektive mal einzunehmen, dass man selber mal mit dem Fahrrad fährt, sich mal in der Stadt bewegt und dann auch mal die Probleme und auch durchaus die noch zu planenden Bereiche sich mal anguckt und sieht, da müssen wir noch mal was in Radwege investieren, da fehlt noch eine Verbindung, da müssen wir noch mal was machen. Dass man da unsere Politiker auch sensibilisiert, sich mit dem Fahrradfahren auseinanderzusetzen und die Notwendigkeit dieses doch ja, sehr umweltfreundlichen Fortbewegungsmittels deutlich zu machen. Wenn man mal sieht, im letzten Jahr haben 341 Kommunen daran teilgenommen, 130.000 aktive Radfahrer waren dabei, in ganz Deutschland. 25 Millionen Kilometer sind erfahren worden, das ist schon eine riesige Menge, und 3.500 Tonnen CO2 dabei eingespart worden. Das ist natürlich auch eine Zahl, die nicht ohne ist. Ja. Anmelden kann man sich auch jetzt schon, da werden wir gleich noch was zu hören, wie dieser Anmeldevorgang vorgeht. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man in Teams fährt. Und dass man nicht alleine fährt, sondern in Teams, dass man sich dann auch mit anderen Teams misst und sieht, aha, so und so viele Kilometer haben die jetzt schon gefahren, mal gucken, ob wir das nicht auch schaffen. Also ist so ein Ansporn, da nochmal eine Schippe draufzulegen und wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Wir haben schon zahlreiche Anmeldungen. Insgesamt hatten wir, glaube ich, heute 55 Anmeldungen, liegen schon vor, obwohl wir relativ wenig Werbung bislang gemacht haben. Wir haben schon zahlreiche Teams, die sich dort gebildet haben, wo man also beitreten kann. Und ja, Radar, das ist jetzt noch die zweite Sache.
Es ist also, Stadtradeln ist nicht nur die Fortbewegung mit dem Fahrrad, sondern auch ein, ja, ich sag mal, Planungsinstrument und ein Bürgerbeteiligungsinstrument. Weil klar, wenn die Leute jetzt mit dem Fahrrad fahren, viele vielleicht auch zum ersten Mal, was wir ja hoffen, dass auch viele Leute umsteigen, das erste Mal auf dem Fahrrad fahren und dann natürlich vor ihrer Haustüre und auf ihrem Weg sehen Sachen, die sie vielleicht nicht so gut finden. Sei es, dass irgendwo das Gras rübergewachsen ist, dass der Radweg nicht in dem Zustand ist, wie er sein sollte, oder dass die Wegweisung vielleicht irgendwie verdreht ist. Dafür gibt es das Melderadar. Das ist eine Möglichkeit, Störungen, Auffälligkeiten direkt an die Verwaltung zu melden. Also der Bürger hat die Möglichkeit, direkt mit der Verwaltung zu kommunizieren. Und das ist sehr komfortabel. Also es gibt eine App dafür. Diese Radl-App hat einmal die Möglichkeit, dass man die gefahrenen Kilometer direkt aufzeichnet. Also wenn man das Start und Ende eingibt, misst er automatisch die Kilometer aufgrund der GPS-Empfänge und schreibt das dem Konto gut. Und es ist eine Stadtkarte mit implementiert, wo man dann mit relativ einfachen Handgriffen sagen kann, also da fehlt jetzt eine Wegweisung und da ist das Gras übergewachsen. Diese Meldungen werden dann in diesem Radar, nennt sich das, gesammelt und dann direkt an die Verwaltung gegeben und kann dann abgearbeitet werden, entsprechend was es ist, und dann sieht man auch, aha, ist erledigt oder ist nicht erledigt. Das ist so eine Funktion, die wir jetzt für diese 3 Wochen mal mit aufgeschaltet haben, um mal zu gucken, wie die Resonanz ist, wie die Leute das annehmen. Gespannt. Also wir kriegen zwischendurch immer mal wieder so auch Meldungen, wo Leute Schäden feststellen, dass das Gras irgendwo rüber gewachsen ist, gerade wenn es jetzt regnet, hängen die Zweige runter. Aber das ist dann nochmal systematisch. Ja, genau. Man kann es systematisch erfassen, man kann aber Schwerpunkte erkennen und sagen, man hat dann auch ein Arbeitsinstrument für das nächste Mal, weil wir natürlich vorhaben, in den kommenden Jahren da auch weiter am Stadtrat teilzunehmen. Das ist das Stichwort für Herrn Boden, weil der ADFC hat das gut ausgerichtet, das Ganze. Und das heißt auch, dass Sie viel Arbeit da reinstecken, zum Beispiel Sponsoring. Ja, die Arbeit geht jetzt für uns erst richtig los mit dem heutigen Tag. Wir haben ja bis jetzt kaum Werbung gemacht. Wir haben ja nur in kleinen Gruppen gesprochen, was können wir machen, aber noch nicht die ganzen Pläne umgesetzt, die wir haben. Der Sören hat jetzt schon ganz viel erzählt zu dem Thema. Ich möchte aber noch ergänzen. Also einmal habe ich auch zu allem, was im Internet steht, auch einen Ausdruck gemacht. Aber Sie können das meiste, also fast alles auch im Internet nachlesen, unter stadtradeln.de. Ich habe aber jeweils auch einen Ausdruck, können Sie nachher mitnehmen. Was mir wichtig ist noch zu sagen, ist, Stadtradeln ist nur möglich geworden, weil wir einen Sponsor gefunden haben oder 2 Sponsoren gefunden haben. Die Teilnahme am Stadtradeln kostet den Kommunen abhängig von ihrer Größe einen höheren Betrag. Das sind 1.500 € für Leverkusen. Leverkusen kann aufgrund der Haushaltssituation als freiwillige Ausgabe das nicht zahlen. Und deswegen haben wir als ADFC uns bemüht, Sponsoren zu finden, die diese 1.500 € aufbringen. Da haben wir einmal die Sparkasse Leverkusen, die hat 750 € gegeben dafür, und die anderen 750 € von der Volksbank Rhein-Wupper. Das sind die beiden Hauptsponsoren, und ich möchte die auch ganz besonders jetzt hier erwähnen, vielleicht auch, dass man das veröffentlicht, denn das ist so, ohne die wäre es nicht gegangen. Wir als Verein hätten das auch nicht aufbringen können. Ja, und diese 1.500 €, die werden für dieses ganze System eingesetzt. Also das Geld geht ans Klimaschutzbündnis in Frankfurt, sitzt das, die ist der Ideen- oder der Kampagnenleiter für diese ganze bundesweite Aktion Klimaschutzbündnis Leverkusen. Da ist Leverkusen auch Mitglied. Die Städte sind seit vielen Jahren schon Mitglied im Klimaschutzbündnis, und die machen eben Kampagnen. Die werden von Frankfurt aus entwickelt, von der Zentrale, und das ist eben das Stadtraten. Das ist eine Kampagne, die seit 9 Jahren schon, jetzt das 9. Jahr läuft, wo wir aber noch nie teilgenommen haben, weil wir noch nicht die Idee hatten, auch nicht die Finanzierung gesichert war und so, aber jetzt machen wir das halt zum ersten Mal. Was das Klimaschutzbündnis noch sagt, wie wir argumentieren sollen, ist zum Beispiel auch, man spricht ja oft davon, man möchte CO2 sparen. Da sagt das Klimabündnis, aber es gibt ja Leute, die haben kein Auto, die können ja nichts mehr sparen.
man soll in der Wortwahl eher sagen, vermeiden, CO2 vermeiden. Also das Ziel ist, CO2 zu vermeiden. Das ist das hinterliegende Ziel. Das andere Ziel ist eben, möglichst viel Rad zu fahren, um das zu vermeiden und das Radfahren als Verkehrsmittel zu erfahren, was man in der Stadt machen kann. Was auch alltagstauglich ist, nicht nur am Wochenende für Touren. Ja, für Touren, für Urlaub mit dem Rad, für Alltag zum Beruf, zum Beruf zu fahren, also zur Arbeit zu fahren. Zu Schüler können kein Auto fahren, dürfen kein Auto fahren, wenn sie nicht 18 sind. Für die ist das Fahrradfahren sowieso das ideale Mittel, neben dem ÖPNV natürlich noch. Ne? Ja, das so nochmal zum Hintergrund. Jetzt gucken wir am besten mal, wie man sich da anmeldet, ja, oder? Das zeigt jetzt der Bitte. Ja. Weil es gibt wirklich eine ganz ausführliche Seite vom Stadtradeln. Hast du gerade das, was du kopiert hast mit dem CO2, war das auch von der Seite Stadtradeln? Also es gibt ja. Es gibt ja den Flyer und in dem Flyer steht auf der Seite, radeln Sie schon, wie kann ich mitmachen? Und zwar, die einfachste Möglichkeit ist zunächst mal, da steht auch die URL drin, stadtradeln.de. Und über stadtradeln.de, wenn Sie die anklicken, kommen Sie im Prinzip auf diese Seite hier. So, und wenn Sie weiter runterblättern, also hier gibt es zum Beispiel Informationen für Radlerinnen, hier können Sie sich registrieren, entweder hier drüber oder unten gibt es nachher einen Button, das geht auch. Für die Kommunen, das hat der Herr Syring ja gemacht. Dann gibt es hier Ergebnisse, Übersichten. Teilweise haben Kommunen es schon gemacht, aber das kann man hier alles erfragen. So, jetzt gehen wir auch mal, und dann gibt es die Kampagne selber, Informationen zur Kampagne. Wenn Sie da noch einiges brauchen, können Sie nachgucken. Radar hat der Syring gerade vorgestellt. Da kann ich vielleicht gleich noch mal ganz kurz eingehen, weil das ganz interessant ist. So, Registrierung für Radlerinnen. Ist eigentlich verhältnismäßig einfach. Man geht hier unten auf den Login-Button. So, und dann kommen Sie auf diese Seite. Hier gibt es die Möglichkeit, wenn Sie schon registriert sind, können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen, den Sie frei wählen können, und einem Passwort einloggen. Aber wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, dann gibt es hier unten diesen Button stadtradeln.de. Da können Sie drauf gehen. Das dauert ein bisschen. Ja, haben Sie da richtig getippt, weil da arbeiten. Oder? Doppelklick. So, und hier kann man hingehen. Also, das Wichtigste, was man eigentlich hier eingeben muss, ist verhältnismäßig simpel, das zu machen. Den Vornamen, Nachnamen, dann die E-Mail-Adresse, für diejenigen, die das Internet haben oder eine E-Mail-Adresse haben, hier eintragen. Dann einen Benutzernamen, der frei wählbar ist, und das entsprechende Passwort, damit Sie sich nachher wieder einloggen können. So, jetzt gibt es eine Privatsphäre, die man anwählen kann, muss nicht, dass im Prinzip bei den Teams nur die Initialen erscheinen, das habe ich jetzt auch bei verschiedenen schon gesehen. So, ich bin damit einverstanden, dass meine Teammitglieder meine erradelten Gesamtkilometer sehen, kann man auch noch auswählen. Ich habe hier bei keinem den Haken gesetzt, so dass es jeder sehen kann. Und so, jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Punkt. Hier drüber kann man die Kommune auswählen. Gehen wir jetzt gleich mal rein, das können wir kurz machen. Das sind die, die sich alle in diesem Jahr schon angemeldet haben. Es steht auch nicht der Zeitpunkt, wann die das machen. Jeder kann das die 3 Wochen in einem beliebigen Zeitpunkt, beziehungsweise es muss festgelegt werden beim Klimaschutzbündnis in Frankfurt, in welchen 3 Wochen das ist, aber das ist variabel. Von Mai bis Ende September hat man diese Zeitspanne gehabt. Leverkusen hat sich für den 1. bis 21. September entschieden. Genau 21 Tage. Und nur die Kilometer, die in diesen 21 Tagen gefahren werden, sollen hier eingetragen werden. Also nicht, was man heute fährt oder was man nach dem 22. September fährt, sondern das nur ist die in Kommune. Diesen 3 Wochen. So, und jetzt besteht die Möglichkeit, entweder Sie schließen sich einem Team an, was schon existiert, zum Beispiel Team OB oder auch ADFC zum Beispiel. So, das kann man hier auswählen. So, man hat die Möglichkeiten, das sind die Teams, die sich auch bereits angemeldet haben in Leverkusen, hier das entsprechende Team auszuwählen, und dann muss man eigentlich nur noch Folgendes machen. Man schließt sich dem Team an oder man bildet selber ein Team. In dem Moment, wo man sich anmeldet und will ein Team bilden, ist derjenige, der sich als erster angemeldet hat, der Teamleader. So, und zwei Leute bilden schon ein Team, ne? Ja,
Man kann auch als Einzelperson erstmal als Team, da erzähle ich gleich noch ganz kurz was dazu. So, dann muss man hier ankreuzen oder auch nicht. Ich bin Mitglied im Stadt- oder Gemeinderat. Das ist jetzt wichtig. Die CDU hat es zum Beispiel gemacht. Das ist wichtig, weil die Auswertung, das möchte ich nochmal jetzt an der Stelle sagen, die Auswertung nachher von Frankfurt, vom Klimaschutzbündnis, das wird ja alles ausgewertet, was man da eingibt, am Ende der Veranstaltung der 3 Wochen. Wird festgestellt, wie viele Kilometer sind die Politiker gefahren und Politikerinnen. Wenn die sich hier anklicken, dann werden die als Politiker, auch Parlamentarier, als Einzelperson gewertet. Und werden dann ausgewertet und dann wird gesehen, wie ist in Erlangen die Kommunalpolitik aktiv gewesen oder in Münster oder in Göttingen und in Leverkusen. Das wird an dieser Stelle hier... Ich kann dann aber nur sehen, dass der Herr Richrath 200 Kilometer gefahren ist. Ich kann nicht sehen, dass er erst um 10 ins Büro gekommen ist und um 11 wieder nach Hause gegangen ist. Also, da gibt es eine Datenschutzerklärung, der muss man zustimmen. Da sind nur die Kontaktinformationen, Vorname, Name und E-Mail-Adresse, mehr nicht. Mehr steckt da nicht hinter. So, und die dann im entsprechenden Teamkapitän auch weitergeleitet werden, wenn sich jemand neu anmeldet dazu. So, dann ich habe die Spielregeln gelesen. Es gibt eine Kurzfassung oder eine erweiterte Fassung. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, kann sich jeder angucken. So, und die Teilnahme am Stadtrat ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. So, Sekunde. Sagst du was? Und damit registriert man sich. Ja. Sagst du noch was zu dem, wenn sich also jetzt jemand anwählt und möchte in einem Team mitmachen? Wie das so? Kommt das jetzt noch? Ja. Das ist wichtig. So, ich muss gerade mal zurück. Die Seite Leverkusen. Da komme ich jetzt gleich hin. Einfach ergoogelt. So, ich muss nochmal bei der Stadtrat. Wenn man sich angemeldet hat, so, da gehe ich jetzt gerade mal ein. Ich logge mich gerade mal ein. So, für Radlerinnen, wenn man sich angemeldet hat, kann man in den Login-Bereich nochmal gehen, meldet sich hier drüber an. So. Das ist auch so mein Benutzername halt. Jetzt aber nicht aufs Passwort gucken. Das dürfte wohl die X sein. Das ist ja dasselbe, ne? Okay. So. Aber so. Dann ich habe die Tastatur abgestellt. Genau. So, dann ist man auf seinem Bereich, ja, wo man sich angemeldet hat und kann im Prinzip die Auswertung sehen, man kann sein Team sehen, das Statement des Teamkapitäns, einen habe ich schon gesehen, einer ist schon drin. Dann die Einstellung, so, und jetzt kann man hingehen und jetzt kommt man hier auf die Unterseite der Kommune. Und das ist das, ach, Doppelklick. Nee, unten scrollen. Da kommt da noch was. Ach so, ja. Ich bin schon auf der Unterseite, genau. So, und wenn man das natürlich weiß, diese URL, dann kann man sich auch darüber registrieren. Aber da es hier in dem Flyer drin steht, über stadtrat.de sollte man das machen, dann kommt man da automatisch rein. So, und jetzt muss ich mal gucken. Sie sehen, im Moment sind 55 Radlerinnen und davon ein Mitglied im Kommunalparlament angemeldet. Noch weiter runtergehen, dann sehen Sie nämlich die Teams. Ja, da war ich jetzt gerade drauf. Okay. So, das sind die Teams, die mich momentan angemeldet haben. Das war vorhin in der Auswahl der Teams, wo man sich einloggen möchte. So, das sind die Teams. Das heißt, der Vorsitzende des ADFC muss sich noch nachmelden? Bitte? Der Vorsitzende des ADFC muss sich noch nachmelden? Ja, doch, der junge Mann, der hat sich woanders angemeldet. Der ist ja auch für den Team Leverkusen. Ich wollte. So, also hier ist zum Beispiel das Kandidatenteam. Da haben sich auch morgen noch welche angemeldet. Dann los. Das ist der Umweltbereich, die Rasenschild? Ja, das weiß ich, ja. Sehr schön. Dann. Freizeitclub mittendrin, das ist jemand von uns. Die Brigitte. Das ist die Brigitte, genau. Hero Bike. Fahrradgeschäft. Fahrradgeschäft. Und Kette auf 2 Rädern. Ach, Kette kommt jetzt Schule. Eine Schule hat sich also auch schon angemeldet. Das war mal meine Gruppe, die müsste wieder verschwinden. So, dann ist auch noch, kenne ich auch nicht. Und dann gibt's, so, jetzt da wollte ich noch was zu sagen. Wenn man sich keinem Team zuordnet und dann kommt man automatisch in die Gruppe, da bist du nämlich auch mit drin, in die Gruppe Offenes Team Leverkusen. Man muss dabei sagen, diese ganze Sache beruht auf Teams. Wenn sich eine Einzelperson anmeldet, die steht mit einem Team als Einzelperson drin, die wandert dann zum Abschluss der Kampagne automatisch in dem offenen Team. Die wird nicht als Einzelperson geführt. Nicht als Einzelperson gewertet. Sie müssen also, ein Team besteht immer aus 2 Personen. Ja, das wird automatisch als einem offenen Team gerechnet. Dann das Team OB,
Da ist auch schon ein paar Mitglieder. Ja, da sind auch schon mal. Sind auch schon etliche drin. Gibt so. Beförderung, wer sich unterstützt. Bitte? Das ist vor allem 20. Mit dem Herrn Stein. Genau. Die Vitalos? Nee, ja. Ja. Das sind die ganzen Marathon-Leute. Ja, der Stein ist auch schon da. Da sind auch schon eine? Ja, ja, genau. Oh, das sind aber die werden so, dann viel tragen. Hier sieht man natürlich noch nichts. Das Ganze wird es, die Auswertung wird das freigeschaltet. Da gibt es den Online-Radl-Kalender, wo man im Prinzip nachher, das ist jetzt die Auswertung, wo man seine Kilometer eintragen kann. Man kann die täglich eintragen, man kann die zusammenfassen, man kann die wöchentlich eintragen oder auch zum Ende der Kampagne. Man hat, wenn die Kampagne zu Ende ist, hat man noch eine Frist von 7 Tagen, in der Zeit kann man auch Kilometer noch nachtragen. Und dann beginnt die eigentliche Auswertung über den Klimaschutzbund. Ja genau, und dann gibt es die Kategorien erradelte Kilometer pro Kommune, erradelte Kilometer im Verhältnis zur Einwohnerzahl und dann nochmal Stadt, Kommunalparlament. Also genau. Das sind die drei Gewinnerkategorien. Das sind die Kategorien von der übergeordneten, vom übergeordneten Klimaschutzbündnis. Wir können in Leverkusen aber auch noch eigene Kategorien bilden. Wir können noch sagen, die beste Klasse, wenn wir jetzt Schulklassenteams bilden, wir werden die Schulen noch aufrufen, Schulklassenteams zu bilden. Die beste Schulklasse, der beste Sportverein, die beste Firma in Leverkusen, immer bezogen auf die Mitgliederzahl und so weiter. Also auch die können wir noch auszeichnen. Da werden wir noch Sponsoren versuchen, Preise versuchen, die wir jetzt nicht haben. Das ist eine lokale Sache, die wir auch noch jetzt in den Ferien stemmen wollen. Bin soweit durch eigentlich, ja? was die Anmeldung betrifft. Wenn man dich jetzt aber jetzt zum Beispiel anmeldet, als Einzelperson erstmal, und dann sieht man die Teams, dann weiß man nicht, oder man sieht dann die, auch beim OB möchte ich auch gerne mitfahren, OB-Team. Der Teamleiter wird dann aber informiert, dass er sich jemand anmeldet und der muss den dann freischalten. Also man kann sich nicht einfach dem OB-Team zuordnen. Der Teamleiter hat die Wahl zu sagen, nee, das möchte ich nicht. Wir wollen als Team wirklich als OB-Team bleiben. Ist auch richtig so, dass das so gemacht wird. Dann wird er eben informiert, das geht nicht, dann käme er in das offene Team. Erstmal als Einzelner und wenn er sich keinem anderen Team zuordnet, dann wird er am Ende ins offene Team kommen. Also das ist noch zu beachten. Was wir noch sagen müssen ist, wer kann überhaupt teilnehmen an dieser Veranstaltung? Also teilnehmen können alle, die in Leverkusen wohnen, die in Leverkusen arbeiten, also die in Köln wohnen oder sonst wo wohnen, in Hagen oder sonst wo, aber in Köln arbeiten können, teilnehmen, hier bei Leverkusen, können in Leverkusen teilnehmen. Alle, die in einem Verein in Leverkusen sind, also man muss nicht in Leverkusen arbeiten, man muss nicht wohnen, aber wenn sie einen Verein angehören, einen Sportverein, wo sie aktiv sind, angemeldet sind, kann man teilnehmen. Die auf eine Schule gehen in Leverkusen, nicht in Leverkusen wohnen, aber auf eine Schule gehen, die können teilnehmen. Oder hier studieren. Oder studieren, das gehört auch jetzt mit dazu in Leverkusen. Und alle Kilometer, die man mit dem Rad radelt, die müssen nicht in Leverkusen geradelt werden. Dieser Teilnehmer, der sich registriert, der kann auch im Urlaub sein, von den 2 Wochen oder den 3 Wochen, wo das hier läuft, dann kann er die Kilometer auch da im Urlaub fahren, wenn er einen Radurlaub macht. Oder einer, der sagen wir mal in Gummersbach wohnt, in Leverkusen aber arbeitet, hat sich hier registriert und er macht Radtouren am Wochenende in Gummersbach mit seiner Familie, dann kann er die Kilometer auch fahren. Also was er in den 3 Wochen an Kilometern fährt, egal wo, kann er in Leverkusen eingeben, wenn er registriert ist, wenn er in Leverkusen einem Verein angehört oder wenn er hier arbeitet oder wenn er hier zur Schule geht. Das ist also alles möglich. Ja, und wir wollen trotzdem auch Zoom, oder? Auf jeden Fall. Was haben denn die anderen Gemeinden als Durchschnitt pro Nase? Wir können mal gucken, was, jetzt haben wir einige schon ihre Aktion gemacht, das ist halt am 1. Mai losgegangen. Bonn hat am 1. Mai angefangen, die sind ja jetzt schon durch. Köln macht am 5. September bis 26. September. Gucken Sie mal bei Osnabrück, die haben das auch schon fertig, glaube ich. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, da sagt er jetzt wieder, wieso die Kölner können, also man kann sich also nur einmal in einer Stadt fahren. Wenn man am 10. September Kilometer fährt mit dem Rad und ist Kölner Bürger, dann kann man sich entweder nur in Köln die Kilometer eintragen oder hier, man darf das nur einmal machen. Aber er kann vorher bis zum 5. September auch die Kilometer in Leverkusen eintragen, weil er ja vom 1. bis 4. Kölner keine, kein Radeln machen. Also man
muss es da auseinanderhalten. Aber das ist alles eine freiwillige Sache natürlich und nach eigener Einschätzung auch. Also nach eigener Ehrlichkeit, muss man auch sagen. Aber es besteht kein Interesse zu schummeln, weil ich gewinne nichts, wenn ich 100 statt 50 Kilometer eintrage. Oder wie gesagt, Leverkusen muss ganz vorne sein und trägt dann 20.000 Kilometer ein. Da kommen wir Ihnen zwar auf die Fläche, aber Kilometer werden ja frei eingetragen. Ja, ja. Die muss man selber dann auch. Selber der Kapitän macht das für einen. Mhm. Die werden aber nachgewiesen an Strecken, die ich dann selber mitteile. Dann, ne? Nö, es gibt auch keine Strecken, die wir 100 Kilometer einzugeben. Wir können das nicht kontrollieren. Ja, okay. Wir können nur einen Check machen, ob das überhaupt möglich war, dass Sie 20.000 Kilometer gefahren sind, weil Sie ja zwei Wochen krank waren. Einfach mal im Urlaub. Also, nee, es ist einfach. Radfahrer sind ja grundehrlich, deswegen. Breslau macht auch mit sich gerade. Kilometer stimmen. Ich denke, der Mann positiv. Ja. So, ist egal. Nehmen wir den ja. Gehen wir auf Bonn. Achso, hast du da. Ganz. Aber du weißt nicht, wann Münster macht. Gehen wir auch. Kannst du auf Bonn gehen? Bis 3.7. Die sind noch nicht fertig. Nee. Die Bonn sind noch nicht fertig. Die sind fertig. Ja, das war Münster. Doch, die sind dann gerade fertig. Ja. Aber die haben ja jetzt noch 5 Tage oder was? Oder Sendenhorst hier. 109 Aradlerinnen. Moment. Die Sendenhorst, die Gemeinde steht ja da unten. Ja gut, das ist aber eine kleine Gemeinde. Ja. Da kann man sich ohne weiteres vergleichen. Das ist Land. Geh mal auf Bonn. Wo bin ich denn da gerade gelandet? Das hängt natürlich auch vom Wetter ab. Das ist ganz klein. Ja, das ist klar. Wenn zum Beispiel in den 3 Wochen strömender Regen ist, dann wird in Leverkusen wenig, in den 3 Wochen September wenig gefahren. Das muss man auch mit einkalkulieren. Also das ist kein hundertprozentiger Vergleich, wo man sagen kann, Leverkusen ist einfach besser oder so. Aber es ist ein Anhaltspunkt. Und auf der Karte. Aber das kann man sich natürlich auch alles selber noch da angucken. Kann man selber da angucken. Die ist wirklich extrem ausführlich, die Seite. Es gibt eine Seite, dort kann man die Kommunen im Überblick sehen. Die haben auch die Fahrräder farbig gestaffelt, welche schon gestartet hat, welche fertig ist und welche gerade läuft. Das gebe ich Ihnen mal. Was ist der Ausdruck von dem, was hier hintersteht? Können Sie auch nochmal selber im Internet nachsehen. Können wir Sie auch nochmal? Ja, das ist super, oder? Dankeschön. Kurze Frage zwischendurch. Ja. Es soll ja Menschen geben, die selbst keinen Internetzugang haben. Können die sich über jemand anderen anmelden? Über den Teamkapitän. Also der kann dann die Leute anmelden, dass also gibt so Formulare, wo man dann das ist für die Auswertung, ne? Die ganze Woche eintragen kann, sich kann dann sein Teamkapitän, der schreibt das ein. Ja. Der ADFC Leverkusen bietet auch darum, dass die Presseteams bildet, der Stadtanzeiger ein Team zum Beispiel bildet, die Rheinische Post ein Team bildet, Radio Leverkusen ein Team bildet, also und darüber auch berichtet in der Zeitung. Sie können da frei eine Serie machen, Sie können über dieses Ganze, wäre schön, wenn wir da irgendwie Berichte machen könnten, irgendwas zusammen entwickeln könnten dann für die Zeitung. Alles Mögliche denkbar. Ja. Da ist es, da unten ist es. Einfach mal blättern. Das sind aber die Länder, das Länder bezogen. Ich guck mal eben. Gehen Sie mal auf Bonn. Nee, ich guck mal in meine Heimatstadt, da weiß ich nämlich, dass das schon vorbei ist. Haben die das gemacht? Ja. Da ist es doch. Ja, 6. Juni bis 26. Juni. Nee. Meine Schwester hat da auch nicht gemacht. 582? Mhm. Und die ist vergleichbar groß, ne? Ist groß wie Leverkusen. Aber 11 Mitglieder ist eigentlich wenig, ne? Aber wir müssen noch mehr. Nee, 500. Nee, 11 Mitglieder des Kommunalparlaments. Davon 11 Mitglieder? Das meine ich. Wir müssen noch mehr als 11 Mitglieder von Leverkusen nach Rat und Bezirk zum Radfahren kriegen. Ich meine, wenn wir jetzt schon eins haben, und wir sind noch nicht mal angefangen, das müssen wir das schaffen. Wenn wir erst im September erst. Ja, eben. Nächstes Jahr ist Landtagswahlkampf. Oder auch im 2017. Ja, jedenfalls. Okay. Ich habe noch eine Frage. Ja. Die Möglichkeit, Probleme auf Strecken für Radfahrer zu melden, gibt es doch auch unabhängig von einer App. Ne? Sicher, ja, klar. Wie machen das die Menschen am besten? Ja, ja.
Also das haben wir auf der im Radlerheft des ADFCs, da gibt es so eine schöne Übersichtsseite mit allen Adressen. Mhm. Wenn es Störungen an die Signalanlagen gibt, wenn es im grünen Bereich ist, da gibt es immer Ansprechpartner in der Verwaltung. Also am besten sieht man das auf der, aus dem Radlerheft. Ich weiß gar nicht, Herr Boden, haben Sie? Ne, Sie haben halt kein Heft mit, ne? Ne, unten ja. Aber oder meinen Sie, wenn einer keine App hat, dass er das in den 3 Wochen melden kann? Ja, grundsätzlich. Also ich stelle mich jetzt mal doof, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es gibt ja viele Leute, die wissen es halt nicht und die lesen jetzt plötzlich. Ah, super, ja, da kann ich ja auf der App und ich frage auch, das schlaft doch, weil die ganze Zeit schon da war. Mhm. Aber ich habe ja so eine App. Ja. Was kann ich denn jetzt überhaupt grundsätzlich machen? Also nein, unabhängig vom Stadtrat. Genau. So, das heißt, er fährt mit dem Fahrrad rum und stellt etwas fest. Genau. An wen muss er sich bei der Stadt wenden, damit er diesen Mangel oder das, was er festgestellt hat, melden kann? Darum geht es. Genau. Ja. Das hat er ja gerade gesagt. Also gibt es die 6601 oder halt 66@stadt.leverkusen.de. Okay. Das sind so die. Also wir haben jetzt keinen einzelnen Button auf unserer Stadtseite, wo drauf eine Menge im Fahrradwegenetz ist. Das haben wir nicht, sondern wir müssen dann quasi über den Fachbereich gehen. Das ist alles schade. Ja. Der Fahrradbeauftragte ist der Herr Süß. Genau, aber das gilt wir für. Wir geben das dann jeweils weiter. Ja. Wenn es bauliche Mängel sind oder wenn es Fahrer sind. Deshalb finde ich es ja hier auch ganz gut, nochmal mit der App zusammen, sind ganz viele, die ja Smartphone haben. Also ich jetzt dann mich auch dafür entschieden habe, 3 Wochen hier mal intensiv mitzumachen, sodass man einfach viel stärker sensibilisiert wird über die Wegenetze, auch das würde ich das sehr bewusst. Ich kommuniziere das auch nochmal in die Kommunalpolitik hinein, in die Abgeordneten, also noch auf Bezirksvertreter, dass man da wirklich aufruft, mitzumachen, einfach auch Sensibilitäten zu entwickeln. Mhm. Also man muss ja viele Sachen immer beschließen, also was Radwegenetze betrifft oder wenn man eben Straßenbahn eben Beschlusslagen dann eben herbeiführen muss, dass man einfach eine Sensibilität in diesen 3 Wochen immer stark entwickelt. Kann ich denn jetzt schon was eintragen, auch wenn der 1. September noch nicht ist? Also oder erst am 1. Dieses Radar nicht, das gilt nur in den 3 Wochen. Genau, Bestandteil des Konzeptes, Stadtradeln. Aber die allgemeinen Anmeldungen, was man heute schon gerne sagen möchte, das kann man an Herrn Syring und das Amt 66 aber dann. Ich finde es eben sehr angenehm. Ne? Siehst du ein Ding, hältst ein, gibst das Ding rein und dann, ja, also Herr Wern, und ich finde es auch ganz gut. Wenn ich mal so diese Kilometer sehe, also Osnabrück 121.000 Kilometer Fahrrad, dann fährt man natürlich auch Parallelstrecken, aber wir fahren natürlich extrem viele Strecken. Das muss man sehen. Und dann hat man auch eine Mobilität, auch zum Stand der Strecken, dass wir das zum Schluss nochmal ein Informationsbild bekommen. Das finde ich dann auch sehr informativ für die Stadt nochmal. Ja, man sieht, wo die Leute langgefahren sind. Und das stört auch ein Vielfalt. Man kann das über App machen. Das wäre zum Abschluss der Radio-Kalender. Das sind ja 2 Sachen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Über die App alleine. Genau. Sie haben vollkommen recht. Über App oder via Internet im Online-Radar? Ja. So, mit der Online-Radar. Da ist aber noch nicht frei. Nein, lass uns mal eben diese Seite. Also es ist auf jeden Fall geplant, zum Abschluss dieser ganzen Kampagne nochmal ein Pressegespräch zu machen mit den Ergebnissen. Wenn das viel ist, dann kann man sich ja immer überlegen, ob man sowas nicht selber macht. Also nicht so eine App, aber dass man versucht, ein Portal auf unserer Seite oder dann eben auch nochmal irgendwo in der Verwaltung einzurichten, wo ich dann schnell hinkomme, ohne irgendwie so Umwege gehen zu müssen. Es gibt ja schnelle Verfügbarkeit an Hier, man muss also in den 3 Wochen, wenn man das einträgt in Radar, keine App haben. Hat ja nicht jeder ein Smartphone mit einer App, sondern man kann es auch im Online-Radekalender eingeben, also im Internet. Oder der Teamkapitän gibt es für einen ein. Und in diesem Radar, was hier in diesem Stadtrad ist, können nur die was eintragen, die auch am Stadtradeln teilnehmen. Das kann da nicht ein Bürger, der sich nicht registriert hat, der soll da nichts eingeben und der kann auch nichts eingeben. Aber ist der für die 3 Wochen auf anderen Wegen. Genau. Also, was hier drin steht, ist, dass im Prinzip dieses Radar für die 3 Wochen während des Stadtrats kostenfrei ist. Normalerweise, man kann es weiter nutzen, es kostet aber etwas. Radar gibt es darüber hinaus. Aber wir haben es erstmal nur jetzt für diese 3 Wochen kostenlos. So für die 3 Wochen ist das dann. Das Letzte, was vielleicht noch zu sagen gibt, ist, dass es einen Stadtratstag gibt. Also wenn, beziehungsweise hier gibt es eben noch keinen. Wenn jemand sich bereit erklären würde, das erklärt am besten einer der Herren, den gesamten Zeitraum, jede Strecke mit dem Fahrrad zu machen, darüber auch noch einen Blog zu führen und so weiter und so fort, also richtig Aufwand zu betreiben, dann kriegt er auch so eine Art Fahrradcomputer quasi, für den, nicht nur für den Zeitraum, ich glaube sogar geschenkt.
Und dann, ja, das ist, wird dann nachher als Stadtradl-Star vorgestellt, Herr Boden. Ja, die Kommunen, die teilnehmen, sind aufgerufen, um noch mehr Werbewirksamkeit zu haben, einen Stadtradl-Star zu benennen und den auch dann öffentlich zu machen. Und der muss natürlich damit einverstanden, der muss ja da bereit sein zu. Das wird dann kontrolliert, der gibt seinen Autoschlüssel eventuell ab, da kann man eine Aktion draus machen, einen Autoschlüssel abgeben, 3 Wochen dann nur mit dem Radfahren oder ÖPNV, aber Radfahren wird eben nur gewertet hier. Und der kriegt vom Klimaschutzbündnis eben auch eine Auszeichnung dann, dieser Radl-Star. Wir können ihn aber auch von Leverkusen auch noch auszeichnen. Und es können maximal 2 oder 3 Stars sein. Wir können also nicht jetzt 50 Leute nehmen, die jetzt in diesem Zeitraum Star werden wollen, sondern es werden 2 oder 3 sein. Und wenn wir jetzt mehrere Bewerbungen haben, wenn die sich jetzt bei uns melden sollten, hier steht es auch, dann wählen wir aus, wer am geeignetsten aus unserer Sicht ist. Wer viel mit dem Auto fährt und jetzt darauf 3 Wochen lang verzichtet, das wäre natürlich ein idealer Mann. Und er muss bereit sein, auch der Radl-Star im Blog darüber zu berichten. Möglichst viel, nicht jeden Tag, aber möglichst viel über seine Erfahrungen. Ja, und ja? Der kriegt auch sein Equipment, ne? Das müssen wir hier auch stehen. Ja. Hier, Motivationsspritze. Das stellt der Klimaschutzbund zur Verfügung. Das sponsert das Klimaschutzbund. Wenn der Herr Müller das zum Beispiel machen möchte. Ja, ich komme leider nicht in die Stadt, weil ich fahre ja nicht mit dem Auto und steige jetzt aufs Rad um. Also bei mir wäre es eher umgekehrt. Wenn ich jetzt vom Rad aufs Auto umsteigen würde, dann wäre ich. Beim ADAC machen Sie dann mit. Ich fahre ja kein Auto. Also ja, nee, der ist nicht der Stadtrad. Ganz selten. Also nur Großeinkäufe ansonsten. Ja, das ist natürlich klar. Es muss einer sein, der viel Auto fährt oder nach möglichst, nicht viel, aber oft mit dem Auto fährt und dann sagt jetzt manchmal 3 Wochen was anderes, um das mal zu erfahren. Ja, mache ich auch. Das ist ja langweilig. Aber die ganze Aktion geht auch ohne Radl-Star. Es wäre schön, wenn wir jemanden finden jetzt noch in den 2 Monaten oder die wir noch haben. Aber es geht auch ohne. Wir können diese Aktion auch ohne durchziehen. Eine hat schon mal. Haben Sie denn vielleicht im Hinterkopf jemanden, das ist ja immer so eine Marketing-Sache auch, ne? Einen Prominenten, der schon bis jetzt mal, aber ist ja noch in den Anfängen. Weil das zieht natürlich viel mit, wenn wir das auch mal, also zum Beispiel einschätzen, weil immer da so 2, 3 Prominente aus der Stadt im Start hat, die reißen viel mit. Schreiben Sie es in den Artikel rein, der morgen erscheint. Auf jeden Fall. Suchen einen, der HDFC sucht einen Prominenten. Gerne Prominente. Ja. Aber es muss kein Stadtradl-Star dann werden. Ne? Der kann einfach nur mit. Er kann auch so ein Marketing machen. Ohne Stadtradl-Star. Leverkusen sucht den Radstar. Nee, haben wir noch keine guten Beziehungen bis jetzt gehabt, aber heute ist schwer. Da ist ja noch in den Anfängen. Ja. Kann ja gerade so. Zeit. Kann sich ja noch steigern in den nächsten Jahren. Ja, wenn man das aussieht. Ich habe noch eine Frage an Herrn Richard. Sie haben motivieren jetzt ja Ihre Verwaltung, Fahrrad zu fahren. Ist dann auch geplant, zumindest für diese Zeit, vielleicht auch für immer, unten sichere Fahrradständer hinzustellen? Wo er stellte gerade seinen Koga einfach so dahin, findet es gleich nicht mehr wieder? Nein, wir haben ja vor dem Eingangsbereich sind ja auch Stangen, wo man das nochmal festketten kann. Also direkt vor dem Eingangsbereich des Rathauses ist natürlich etwas schwierig, aber im Bereich des Kinos gibt es ja nochmal Stangen, wo man das extra sichern kann. Aber natürlich muss man immer schauen bei der Möblierung, jetzt wenn man Sachen immer sich wieder überlegt in den Stadtteilen oder an den Fußgängerzonen, was wir jetzt in Oppland dann nochmal planen. Ich weiß jetzt nicht genau, was im Wettbewerb dann auch vorgesehen ist, was da auch beschieden worden ist. Muss man das Fahrrad natürlich weit nach vorne bringen. Deshalb verstehe ich auch so die Stadtradl-Aktion, einfach fürs Fahrradfahren zu sensibilisieren. Ich sage ja nochmal, wir leben in einer Stadtkultur, die zunehmend von dem Autoverkehr beherrscht wird und nicht mehr beherrscht wird. Das heißt, wir haben nur noch die Möglichkeit, uns einigermaßen vernünftig auf Dauer zu bewegen, wenn wir das Auto nicht als Verkehrsmittel Nummer 1 innerstädtisch anwenden. Und deshalb muss man natürlich bei allen Ausbaubereichen im Quartier als auch in den Stadtteilen dafür Sorge tragen, dass wir dann uns über die Situation sehr stark Gedanken machen. Das fängt auch schon bei den Busbahnausbauten, Gleisausbauten an, dass wir dort Fahrradgaragen bzw. Servicebereiche anbieten. Das ist wird ein starkes Prädikat einer Stadt werden, Mobilität im Fahrradbereich. Gut. Und es kann durchaus sein, dass das ein Thema wird bei Radar, dieses Thema, wo stelle ich mein Fahrrad am Rathaus ab oder so. Da ist keine überdachten Fahrradständer hier in der Nähe und das ist ja auch oft, wird ja auch oft verlangt. Also das ist genau. Aber das sind so Themen, die man im Radar anbringen könnte.
wenn einem das wichtig ist, einem Radfahrer. Also ich habe das jetzt nochmal gesehen bei der Nachbarkommune, also ein Kollegen von mir in Wuppertal, Oberbürgermeister Mucke dann auch, die sind ja komplett im Innenstadtbereich, komplett neu am Plan, aber da kommt eine riesengroße Fahrradgerade hin. Also man muss hier eine Studentenstadt, wir werden auch immer und stärker in den Bildungsbereich orientieren. Das heißt, es wird einfach zunehmend ein Punkt werden, wie weit wir Service rund um das Fahrrad hier anbieten.